Guten Morgen. Heute soll es um das Thema gehen, Unbewusstheit. Wie ist das Leben negativ beeinflusst für die meisten im Sinne einer Unzufriedenheit, was wir dagegen tun können und warum das überhaupt so ist. Unser Körper ist immer danach bestrebt, seine Ziele, die er hat, mit möglichst wenig Energieeinsatz zu bewerkstelligen. In der Wirtschaft nennt man das Minimax-Prinzip. Das heißt, möglichst wenig Einsatz, um das Ziel gerade so zu erreichen. Und das grundsätzliche Ziel unseres Körpers ist der Erhalt des Körpers, der Erhalt der Lebensfunktion. Darauf hat unser Stammhirn erstmal oberste Priorität. So. Und um das zu erhalten, dieses Leben quasi, werden halt Automatismen gebildet, Routinen, die täglich ablaufen. Das ist zum Beispiel das Essen. Wenn wir Hunger haben, überlegen wir nicht, hey, ich habe Hunger, was könnte ich denn jetzt tun? Essen wir eine Alternative, sondern wir essen einfach, weil es einfach, ja, weil wir es so gelernt haben. Weil es auch ein Instinkt ist, was ganz grundsätzlich in uns angelegt ist. Da denken wir gar nicht mehr drüber nach. Und viele denken auch nicht darüber nach, was sie essen. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ich wollte damit bloß sagen, dass wir alle Automatismen in uns tragen. Und der Grund dafür ist eben, dass der Körper danach bestrebt ist, möglichst wenig Energie einzusetzen. Und das tut er auch, weil die Automatismen laufen gut. Und sehr viele Menschen in unserem Lande, in der deutschsprachigen Gesellschaft, die, mit denen ich jetzt sozusagen Kontakt habe, also der Kreis Schweiz, Österreich, Deutschland, da ist es so, dass viele Menschen spüren, dass sie in einer Unzufriedenheit sind. Und diese Unzufriedenheit kaum verlassen können. Und der Grund liegt eben in der Unbewusstheit. Da liegt darin, dass wir diese Kreisläufe, diese Automatismen, die der Körper, um Energie zu sparen, eben immer wieder bedient, dass sie darin verweilen. Sie erkennen, dass einige Handlungen, die sie durchführen, Lebenssituationen, nicht optimal für sie sind, aber sie kommen nicht aus diesen Lebenssituationen heraus. Und sie kommen deshalb nicht heraus, weil sie die Automatismen nicht durchbrechen. Und das ist ein Punkt, wo man ansetzen kann. Nicht direkt bei den Automatismen, das ist oftmals viel zu schwer, jemand, der zum Beispiel eine Familie hat, die ihn unglücklich macht, da einfach zu sagen, hey, verlass du deine Familie. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Da hängt einfach viel zu viel dran, viel zu viel weitere kleine Kreisläufe, was Verantwortungsgefühl angeht, was uns von Anfang an sozusagen suggeriert würde, dass die Familie was Hochheiliges ist. Ne? Das ist mal aus verschiedenen kulturellen Strömen in unserer Gesellschaft da. Und das ist zu schwer einfach zu sagen, hey, du verlässt deine Familie, kündige deinen Job oder sowas. Nein, wo man wirklich was dagegen tun kann, ist dieses Bewusstsein schaffen, dass man in Automatismen lebt. Dass man irgendeine Aktion hat und sofort darauf reagiert. Man gar nicht darüber nachdenkt. Oftmals laufen Tage für Menschen so ab, dass sie die ganze Zeit eigentlich nur eine Aktion haben oder auf irgendwas reagieren und dann sozusagen sich das Leben quasi verselbstständigt. Oder Routinen da sind, die unterbewusst gespeichert sind. Wie zum Beispiel, wenn man aufsteht, dass man einfach Zähne putzt. Dass man nach dem Zähneputzen immer frühstückt. Dass man nach dem Frühstück zur Arbeit fährt. Dass man in der Arbeit das Meeting hat und so weiter. Da wird ja nicht mehr drüber nachgedacht. Das Autofahren an sich ist auch ein wunderbares Beispiel für Automatismen. Diese ganzen komplexen Sachen, lenken, schalten, dabei vielleicht noch telefonieren und noch irgendwas, auf die Straßenschilder achten. Das ist alles automatisiert. Und nicht, dass es schlecht ist, Automatisierung, auf keinen Fall. Ne? Das Autofahren an sich ist ein gutes Beispiel dafür. Stellt euch mal vor, ihr müsst euch doch wie in der ersten Fahrstunde darauf konzentrieren, wie ihr den Gang zu schalten habt, wann ihr zu kuppeln. Und nein, Automatismen sind gut. Aber wenn sie euer Leben beherrschen, dann sind sie nicht mehr gut. Weil wenn ihr komplett oder zu einem großen Teil automatisiert seid, dann seid ihr eben Automaten. Dann werdet ihr zu Maschinen der Gesellschaft.
Die Gesellschaft hat großes Interesse daran, dass ihr in diesen Kreisläufen verharrt und in diesen Kreisläufen euren Teil dazu beiträgt, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt. Und die Weiterentwicklung bezieht sich dann auf Wohlstand, nicht auf menschliche Wärme, nicht auf die Entwicklung von Herzensgüte, Mitgefühl, sondern die Gesellschaft in allererster Linie das Wachstum der Wirtschaft, Wachstum des Wohlstandes. Ihr kennt das alle. Und ich denke, für mich persönlich, aus meiner Sicht, dass viele Probleme, die Menschen haben, die unzufrieden sind, gelöst werden könnten, wenn sie in erster Instanz sich bewusst werden, dass sie in Automatismen gefangen sind. Das fängt, wie gesagt, bei alltäglichen Routinen an und geht über Angstkreisläufe, und endet dann wirklich irgendwann in einem extrem abgestumpften Leben. In einem Leben, wo man sich hilflos fühlt, wo man denkt, dass man auch die Motivation oder die Kraft gar nicht mehr aufbringen kann, wo man überzeugt ist davon, dass man ist, wie man ist. Ich bin, wie ich bin. Ich mache noch das Beste draus. Alles Plattitüden. Ihr wisst gar nicht, was das Beste sein kann für euch. Wenn ihr die Option nicht wahrnimmt, wenn ihr Erfahrungen nicht macht, wenn ihr euch nicht öffnet, dann seht ihr gar nicht, was das Beste für euch sein könnte. Ihr sagt, ich mache das Beste draus. Einige. Das Beste für mich persönlich hat eine ganz andere Dimension angenommen, seit ich bewusst geworden bin, seit ich bewusst täglich reflektiere. Das hat angefangen vor über 8 Jahren und findet jetzt so ein bisschen seinen Höhepunkt in dieser YouTube-Zeit, wo ich täglich Videos mache, und in allererster Linie ist das eine Bewusstheitsübung. Ich werde über Dinge bewusst, täglich. Beschäftige mich mit Themen jeden Tag auf einem ganz anderen Niveau, also wo man reinschaut, und das ist wunderbar, und dadurch, wenn ihr das auch tut, entsteht so eine Eigendynamik, man fängt an, Dinge zu hinterfragen, man fängt an, Sachen zu hinterfragen, wie Geburtstag, Weihnachten, Sachen zu hinterfragen wie Märchen, alles ist ja schon auf meinem Kanal gesendet, und dadurch erkennt man halt, wie groß der Raum des Lebens ist. Man muss es trainieren, täglich trainieren. Weil, dass man tatsächlich den Schritt geht und sich bewusst wird, ist eine Handlung. Und diese kann trainiert werden. Und damit sie täglich passiert, muss sie täglich trainiert werden. Da wiederhole ich mich gerne. Das heißt Geistestraining. Wirkliches Geistestraining. Dass ihr jeden Tag euch bewusst mit Dingen auseinandersetzt. Und um den roten Faden nicht zu verlieren, ihr könnt nicht sagen zu jemandem, der mit seiner Familie unglücklich ist, verlass seine Familie, sondern animiert diesen Menschen, oder vielleicht seid ihr der Mensch, einfach bewusst zu werden über die vielen kleinen Möglichkeiten. Bewusst zu werden, dass ihr euch bewusst werden könnt und dass ihr Entscheidungen treffen könnt. Wenn ihr das macht, dann entsteht in euch auch so ein Selbstvertrauen. So ein Selbstvertrauen zu sagen, okay, ich habe die Macht. Ich habe die Macht, über mein Leben zu entscheiden. Ich bin kein Automat der Gesellschaft mehr, sondern ich habe alle Optionen. Ich habe wahnsinnig viele Optionen. Als Mensch habe ich wahnsinnig viele Optionen. Als Mensch im deutschsprachigen Raum, in Deutschland, habe ich noch mehr Optionen. Ich habe so viele Optionen, ich könnte mein ganzes Leben lang über die Optionen nachdenken. So viele Optionen habe ich. Aber dann nehmt man hin und wieder eine Option wahr und probiert Dinge aus. Das ist Leben. Und das werdet ihr spüren. Und dann entsteht diese Eigendynamik. Und dann entsteht das Leben, wo du aufstehst und sagst. Und dann passiert Folgendes. Wenn du aufstehst und
stehst auf mit dann schaltet sich dein Automatismus ein, der sagt, hey, Christian, gib jeden Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden. Und dann, ne, ihr werdet wieder offen. Und das ist wichtig. Offenheit für die Option ist halt der größte Feind vom Automatismus. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen anregen heute, etwas bewusster in eurem Leben zu agieren und dieses auch wirklich zu trainieren. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer, wenn ihr mir auch einen Daumen nach oben gebt, als kleines Feedback oder einen Kommentar da lasst. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und vielleicht wird es ja der Beste eures Lebens. Bis morgen, euer Christian. Tschüss.